Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Frau Schütte hat es schon gesagt, ich bin schon seit einer Weile am Öko-Institut und habe fast mit Beginn meiner Zeit dort bin in ein Projekt eingestiegen, nämlich Mediation Frankfurter Flughafen und alle Folgeprozesse im Zusammenhang mit Ausbau des Frankfurter Flughafens. Und Sie können sich vorstellen, das war gleich die harte Schule, was Auseinandersetzungen angeht und die Frage, wie sind eigentlich Konflikte strukturiert an Infrastruktur, Vorhaben und welche Besonderheiten gibt es da auch im Vergleich zu anderen Vorhaben. Dieses Projekt begleitet mich jetzt schon fast die ganze Zeit. Im Öko-Institut dazugekommen sind eine Reihe von Projekten, die sich auch mit anderen Infrastrukturvorhaben beschäftigen, unter anderem eben auch das Pumpspeicherwerk Attorf. Der Herr Ganzer ist derjenige, der irgendwann entscheiden werden muss, ob es gebaut werden kann oder nicht, als Leiter der Planfeststellungsbehörde. Insofern denke ich, haben wir heute die verschiedenen Gesichtspunkte auf dem Panel auch ganz gut berücksichtigt. Ich werde mit Absicht nicht auf eine besondere Art von Energieinfrastrukturvorhaben eingehen, sondern versuche so ein bisschen Thesen zu formulieren, die insgesamt für Infrastrukturvorhaben, aber eben auch für die der Energiewende zutreffen. Und bei bestimmten Punkten, vor allem beim Netzausbau, gibt es Besonderheiten, die ich nicht jedes Mal nochmal neu sage, dass es da aber anders ist, weil es eben die Bundesnetzagentur und die ganze Bundesplanung gibt rund um die Netze, die es in vielen anderen Infrastrukturbereichen, auch in der Energiewende eben nicht gibt. Ich werde zum Teil ein bisschen juristisch werden, beziehungsweise will versuchen, das, was das Recht uns auch an Möglichkeiten oder auch Restriktionen bietet im Moment, was die Konfliktlösungsmöglichkeiten angeht, zu erklären, weil aus meiner Sicht, und es ist ein Thema, warum wir auch dieses Panel einberufen haben, beziehungsweise an dem wir arbeiten, dass es aus meiner Sicht für die Energiewende und die Infrastruktur der Energiewende auch am Recht noch bestimmte Änderungen braucht, die relativ grundsätzlich sind, wenn wir wirklich die Ziele erreichen wollen, die aus meiner Sicht für den Rechtsrahmen erforderlich sind. Ich sage, ich will nachhaltige Energiepolitik, ich will eine Energieinfrastruktur, die die Klimaschutzziele einhält, dann muss es sich aus meiner Sicht auch messen lassen an anderen gesellschaftlichen Zielen wie Rechtsstaat, wie Fairness, wie gemeinsames Miteinander in der Gesellschaft. Ganz kurz, was sind Ziele eines Rechtsrahmens oder welche Ziele müssten erreichbar sein? Klar, die zügige und rechtssichere Genehmigung von erforderlicher Infrastruktur, gerade um die Energiewende auch zu ermöglichen und die Minimierung des Risikos von Fehlplanung. Das ist nicht ganz einfach. Wir haben ja heute Vormittag schon gehört, auch wie Dinge, die vor 5 Jahren noch als gegeben erachtet wurden, sich aufgrund von ökonomischen Änderungen auch ganz anders darstellen können. Ich brauche also im Prinzip einen Rechtsrahmen, der mir auf verschiedene Art und Weise auch ermöglicht, Risiken zu erkennen, aber auch später noch zu managen. Und wenn wir über Öffentlichkeitsbeteiligung reden, es ist ja im Prinzip von einer Nischengeschichte von vor 5 oder 10 Jahren zu einer Mainstream-Geschichte geworden. Das ist ja fast wie eine Mode zu sagen, wir brauchen aber Öffentlichkeitsbeteiligung. Dann fällt immer das aus meiner Sicht furchtbare Wort Akzeptanz, dass es also der Akzeptanz dienen soll, diese Öffentlichkeitsbeteiligung. Aus meiner Sicht ist wichtig, dass man Öffentlichkeitsbeteiligung vor allem als Mittel betrachtet, auch der Planungsoptimierung, auch des Mitnehmens von Leuten und nicht so sehr in Vordergrund stellt, so nach dem Motto, ich mache es, dass die Leute es am Schluss schlucken, sondern es geht darum, möglichst gute Vorhaben zu haben, die möglichst ihre Funktionen in der Infrastruktur gut erfüllen können. Wichtig ist, dass bei Infrastruktur es seltenst gelingen wird, alle unter einen Hut zu bringen. Das heißt, ich brauche Fairness als Maßstab jenseits der Frage des Konsenses. Je kleiner, je unbedeutender ein Infrastrukturvorhaben ist, je weniger Eingriffe es bringt, desto eher ist Konsens erreichbar. Aber bei vielen, wo es eben auch Nachteile gibt, wird es nicht erreichbar sein. Das heißt, ich muss mich mit dieser Tatsache auseinandersetzen und auch ein Stück weit mehr Instrumente schaffen im Recht, wie ich das machen kann. Deshalb ist es aus meiner Sicht auch wichtig, zwischen ob und wie analytisch klar zu trennen. Das ob, brauche ich die Infrastruktur hier an diesem Standort, ist der eine Punkt. Das ist auch das, was sozusagen in diesem Alles-oder-Nichts-Prinzip, was wir im Moment rechtlich haben, entweder ich kriege den Planfeststellungsbeschluss vor Gericht gekippt
dann habe ich Glück, das gelingt in den aller seltensten Fällen. Dafür ist das Recht viel zu sehr pro Vorhaben gestrickt, aus guten Gründen sicher auch. Und bei dem Wie ist aber im Moment aus meiner Sicht, außer ich habe sehr vorausschauende Behörden, überhaupt noch nicht ausgeschöpft, was der Rechtsrahmen heute auch schon vorgibt, dass die Ausgestaltung des Projekts, wie mache ich das, welche betrieblichen Regelungen habe ich, wo kommt es ganz genau hin, wie wird es, welche Monitoringmaßnahmen mache ich, alle diese Punkte werden häufig nicht genug ausgeschöpft, sondern der ganze Streit geht nur um das Ob. Und insofern ist aus meiner Sicht auch für die Genehmigungsbehörden eben sehr wichtig, einen Prozess zu finden, wo das über das Wie gesprochen werden kann, jenseits der ganz eingefahrenen Mechanismen. Ich habe Erörterungstermin und da kann man was erzählen und dann wird 2 Jahre abgewogen und dann gibt es das Ergebnis. Das ist eigentlich nicht das Verfahren, wo man so ein Wie wirklich ausgestalten kann. Bei bestimmten Infrastrukturen, wie zum Beispiel bei der Windenergie, stellt sich die Frage, ob ich wirklich sagen kann, jede Genehmigungsbehörde vor Ort, das hängt ja ein bisschen davon ab, wie groß die Windparks und Windräder sind, muss die Öffentlichkeitsbeteiligung und die Mechanismen drauf haben. Oder muss ich das vielleicht ein Stück weit auch nochmal reorganisieren, vor allem in solchen Prozessen, wo ich unheimlich viel Planungsschritte von Landesentwicklungsplanung, Raumplanung, Regionalplanung, Bauleitplanung und so weiter in vielen Schritten habe, wo keiner mehr durchblickt, wo ist eigentlich die Standortentscheidung gefallen und wer hat da wen beteiligt und war das überhaupt realistisch möglich für die Leute vor Ort rechtzeitig zu erkennen, als die Entscheidung gefallen ist. Was ist das Problem? Aus meiner Sicht ist der Rechtsrahmen eben nicht gerüstet, diesen Anforderungen gerecht zu werden, jedenfalls in bestimmten Teilen. Vor allem dann, wenn es um sehr prinzipielle Gesichtspunkte und Traditionen im Planfeststellungsrecht geht. Wir haben zum Teil auch noch fehlende Planungsebenen für Infrastrukturen, zum Beispiel bei den Speichern. Gibt es eben keine Bedarfsplanung, keine Gesamtplanung auf Bundesebene, ist wahrscheinlich auch fachlich sehr schwierig, aber es macht es auch schwierig, vor Ort zu erklären, warum jetzt dieses Projekt wirklich sein muss und welche Rolle es wirklich spielen kann im Konzert der Energieinfrastruktur. Dann wird häufig nicht ausreichend unterschieden zwischen dem, was ist Beteiligung von Stakeholdern, von bestimmten Repräsentanten, von Interessensgruppen und was ist wirklich die Öffentlichkeit. Und das sind 2 unterschiedliche Sachen, die ich auch mit unterschiedlichen Formen bedienen muss. Hier kennt das Recht bisher eigentlich vor allem die Öffentlichkeitsbeteiligung und hat wenig Formen für die Stakeholderbeteiligung. Freiwillig kann ich natürlich alles machen als Behörde, aber es gibt noch keinen tatsächlichen etablierten Kanon an Möglichkeiten, wie es bei der Öffentlichkeitsbeteiligung schon der Fall ist. Dann hatte ich schon gesagt, zum Teil gibt es sehr gesplittete Zuständigkeitsverteilungen, wo Vorentscheidungen für Standort, Detailentscheidung von Standort irgendwo getroffen wird auf regionaler Ebene, zum Teil auch relativ unerkennbar für die Leute und die eigentliche Baugenehmigung am Ende ist dann eine gebundene Entscheidung, da gibt es auch nichts mehr abzuwägen für die Behörde, finde ich das jetzt gut oder nicht, sondern die muss dann, wenn die technischen Voraussetzungen gegeben sind, auch so entschieden werden. Da haben wir noch eine Lücke teilweise, die eben eine wirklich effektive Öffentlichkeitsbeteiligung, Erkennbarkeit, frühzeitige Erkennbarkeit auch behindert. Dann ist, und das ist wahrscheinlich der zentralste Punkt, dass bestimmte wirtschaftliche Gesichtspunkte im Planfeststellungsrecht gar nicht berücksichtigt werden. Das ist sozusagen nicht das Versäumnis der Behörde, sondern es ist nicht Teil des Prüfkanons. Es betrifft sowohl volkswirtschaftliche Aspekte, aber eben auch ökonomische Effekte, die eine Infrastruktur zum Beispiel für Bürger oder auch für Kommunen, für deren Planungshoheit haben kann. Das ist wenn es nicht besondere Gesetze zum Schutz gibt, was an vielen Punkten nicht der Fall ist, sind solche Dinge wie zum Beispiel Entwertung von Grundstücken nichts, was in irgendeiner Form bewältigbar ist im Planfeststellungsverfahren. Das heißt, entweder ich habe freiwillige Maßnahmen der Vorhabensträger oder ich habe eben definitiv Nachteile von Bürgern durch diese Infrastruktur, die in keiner Form ausgeglichen werden. Es gibt so einen Spruch in der Juristerei, der heißt dulde und liquidiere. Das heißt, wenn du dich nicht wehren kannst, dann schau wenigstens, dass du Entschädigung kriegst für die erlittenen Nachteile. Aber es ist im Planfeststellungsrecht und das hat was mit dem Staatsverständnis von vor zig Jahrzehnten zu tun, ist es eben so, du musst es dulden, wenn es im öffentlichen Interesse ist und das wird für die Energieinfrastruktur in aller Regel gelten. Aber
du darfst nichts liquidieren, kriegst also keine Form von Entschädigung, zum Beispiel, was sie schon als gesagt hat, Nutzungseinschränkung des Grundstücks oder auch Wertverlust von Grundstücken durch bestimmte Emissionen, durch Änderung der Sichtverhältnisse und ähnliche Dinge. Eigentlich haben wir ein geändertes Staatsverständnis seit der Zeit, wo diese Art von Planfeststellungsverfahren entwickelt worden ist. Also der Staat sagt hier sowas hin und die Bürger müssen einfach damit leben. Wir haben in ganz vielen anderen Lebensbereichen viel diskursivere, kooperativere Art, das Verhältnis zwischen Staat und Bürger zu definieren, aber es ist eben noch nicht wirklich abgebildet im Planfeststellungsrecht. Und die Behörde hat auch gar keine Rechtsgrundlage, da jetzt wirklich irgendwas anderes zu machen. Außer ich bin im Grundrechtseingriffsbereich, das ja eher selten der Fall ist. So, jetzt habe ich ein paar Thesen, was wirklich sich nochmal angeguckt werden muss, was müsste geändert werden. Manches ist vielleicht auch schon in der Analyse angeklungen. These 1 ist eben die Bedarfe und die grundsätzliche Geeignetheit von bestimmten Standortregionen, je nachdem, um welche Vorhaben es geht, müssen übergeordnet analysiert und geplant werden. Es kann also nicht sein, dass bei bestimmten Vorhabenstypen allein der Vorhabensträger entscheidet, ich will jetzt hier einen Antrag stellen und dann in diesem Verfahren quasi sozusagen den Leuten gesagt wird, naja, das könnte schon sein, dass es an 5 anderen Standorten vielleicht sogar günstiger wäre, aber das ist hier nicht das Thema. In dem Moment, wo der Vorhabensträger es hier haben will, ist das auch die Entscheidungsgrundlage. Das ist sehr unbefriedigend für Leute, die vielleicht das Ob an sich nicht in Frage stellen, aber die Frage sich stellt, ist es wirklich der beste Standort? Da ist ein Beispiel, zum Beispiel auch die unterirdische Raumplanung. Hier ist ja auch einiges im Fluss, was Diskussionen angeht. Die Frage, ob das Bergrecht noch adäquat ist für bestimmte, auch mit der Energieinfrastruktur zusammenhängende Nutzungen. Bergrecht funktioniert so, dass wer als erstes die Idee hat, mit dem Untergrund bestimmte Dinge machen zu wollen, der darf, wenn die Voraussetzungen sind, das auch machen, selbst wenn später vielleicht damit andere Nutzungen verhindert werden. Wichtig in dem Zusammenhang ist auch die Frage der Rolle von Bund und Ländern, die in der Raumplanung ja vor allem in Länderhoheit ist und bestimmte Dinge der Energieinfrastruktur sind aber eigentlich von nationaler, sogar vielleicht europäischer Bedeutung und das passt einfach nicht zusammen. These 2, die frühzeitige und die vorhabensbegleitende Bürgerbeteiligung als Gestaltungselement verstehen. Wir haben ja jetzt eine gesetzliche Neuerung, dass die sogenannte frühzeitige Beteiligung anzustreben ist in solchen Vorhaben, wo es möglicherweise Konflikte gibt. Und wir haben die klassischen Formen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach wie vor in UVP-pflichtigen Vorhaben, also Auslegung, Anhörung, Erörterungstermin. Aber der Gestaltungsteil von diesen beiden Verfahrenselementen, der wird eben sehr, sehr unterschiedlich bewertet. Und Gestaltungsteil meint aus meiner Sicht, dass man wirklich versucht, diese Instrumente auch zu nutzen, über das Wie des Vorhabens zu diskutieren und zu Kompromissen zu kommen, die möglicherweise frühzeitig die Bedenken oder die Ideen, die es vor Ort gibt, zur Ausgestaltung des Vorhabens auch aufgreifen können. Insofern ist auch diese vorhabensbegleitende Bürgerbeteiligung oder Stakeholderbeteiligung, je nach Art des Projektes, ein wichtiger Punkt, der eben auch wenn es darum geht, die Kompromisse zwischen Allgemeinwohl und Privatinteressen neu auszuloten, zu gucken, was heißt denn Energieinfrastrukturwende für die Bürger, ist das ein zentraler Punkt und Akzeptanz ist wirklich, das kann am Ende die Folge von solchen Prozessen sein, aber es kann nicht das Ziel sein, sondern das Ziel muss eigentlich sein, dass ich eben versuche, möglichst gutes Vorhaben zu machen, zu realisieren. Dann klarere Regelungen, wie informelle und formelle Beteiligung verschränkt sind. Hier haben wir unter anderem das Problem, dass, und ich denke, das wird sich auch in Stuttgart 21 irgendwann erweisen, dass der Schlichterspruch wahrscheinlich in vielen Punkten nicht umgesetzt sein wird, mal abgesehen davon, dass der nach dem Planfeststellungsbeschluss kam. Dadurch, dass Planfeststellungsbeschlüsse sehr rigide Bestandsregelungen haben, wenn die einmal getroffen sind, gerichtlich entschieden sind, dann kann man an denen wenig rütteln. Das heißt aber auch, wenn ich ein Dialogverfahren, Mediationsverfahren habe, in dem ich bestimmte flankierende Maßnahmen beschlossen, zugesagt habe und sich dann später herausstellt, die haben sich so nicht realisieren lassen, die wurden nicht realisiert, dann bleibt aber der Planfeststellungsbeschluss sozusagen die Gegenleistung komplett bestehen. Das heißt, ich habe im Moment
wenig Spielraum aufgrund der rechtlichen Vorgaben, solche Kompromisslösungen auch in meinen Planfeststellungsbeschluss wirklich aufzunehmen. Das geht dann, wenn es um konkrete Umplanungen geht, die über den Antrag, Änderung des Antrags zum Beispiel einbezogen werden können ins Verfahren. Aber da, wo ich über zum Beispiel Kompensation rede, da, wo ich über nicht direkt vorhabensbezogene Fragen rede, ist es eben im Moment nicht möglich. Und damit habe ich ein Grundmisstrauen, das ich auch nachvollziehen kann von Betroffenen in solche Verfahren, weil eben die Erfahrung sagt, oft klappt es nicht so, wie man es gedacht hat, das ist relativ natürlich, aber ich habe dann keine Möglichkeit mehr sozusagen den Kompromiss auch wirklich einzufordern und einzuklagen, weil die andere Seite fix geworden ist. So, die vierte These, wir brauchen neue Formen von Vor- und Nachteilsausgleich. Ein Teil der Kritik oder der Wut von Bürgern an Infrastrukturvorhaben, wenn man die abzieht, die einfach sagen, grundsätzlich sich irgendwo Luft verschaffen wollen, sondern die wirklich für sich selber konkrete Nachteile sehen, ist aus meiner Sicht insofern berechtigt, als dass ich wirklich Unterschiede habe in der Belastung von Personen. Ich habe häufig den Fall, dass die Nachteile nur bestimmten Personen zur Last fallen oder bestimmten Kommunen zur Last fallen. Es kann also durchaus auch eine Vielzahl von Personen sein und die Vorteile aber und die übergeordnete Bedeutung ist für alle da sozusagen. Und es gibt aber, wenn ich nicht gerade im verfassungsrechtlichen Bereich bin, der Enteignung, was ganz enge Grenzen hat, gibt es keine Möglichkeiten tatsächlich diesen Ausgleich zu machen. Es gibt eine Idee, da werden wir nachher auch noch mehr dazu hören, an bestimmten Punkten auch Beteiligung von Bürgern, also dass sozusagen die Vorteile, die entstehen, auch direkt spürbar werden. Das ist aus meiner Sicht was mit Sicherheit, was man weiterdenken muss, was man ausbauen muss. Es muss aber auch klar sein, dass es keine Patentlösung ist, weil es gibt Infrastrukturprojekte, mit denen lässt sich kein Geld verdienen, jedenfalls nicht ohne irgendeine Art von künstlichem Regime, was dafür sorgt, also Incentive-Regimes. Das gilt für CCS und alle Formen der Entsorgung, wo in aller Regel eben kein Geld zu verdienen ist und insofern die Frage der Partizipation auch sich nur ein Stück weit stellt. Insofern bleibt es bei dem Punkt, dass die Kompensation von Nachteilen für Bürger oder Kommunen, ich habe jetzt enttabuisieren geschrieben und ein Stück weit stimmt es aus meiner Sicht auch. Klar, es ist der Gedanke ist immer, das kann man nicht machen, weil wir dann anfangen, quasi alle externen Kosten, die Infrastrukturvorhaben haben, dem Investor aufbürden. Dann kann keine Infrastruktur mehr wirklich finanziert werden, weil es einfach zu viel ist. Und wir haben jetzt im Moment den anderen extremen Weg, dass man eben dieses sagt, du musst dulden als Bürger, auch wenn du mehr Nachteile hast als die anderen. Das musst du einfach akzeptieren. Es ist ja die Energiewende und die ist gut für die Gesellschaft. Also hast du jetzt halt Pech gehabt. Und diesen Punkt, der ist sehr unbefriedigend. Und das ist auch das, was Leute zum Teil wütend macht und wo es im Moment das Recht überhaupt keine Antwort gibt. Ich glaube, dass wir, wenn wir die Infrastruktur, die wir für 2020, 2030, 2040 brauchen, wenn man die Verkehrswende gleich noch mitdenkt, dass dann dieses Prinzip nicht mehr funktionieren wird, dass wir einfach dann an zu vielen Stellen auf Widerstand stoßen werden, sodass auch Projekte sich gar nicht realisieren lassen. Und insofern denke ich, man muss bei diesen Projekten viel früher und viel frühzeitiger sich überlegen, welche Art von Kompensation kann ich möglicherweise anbieten und dann auch verbindlich machen. Und das muss sich irgendwo im Spannungsfeld zwischen Vorkompensation, das ist mit Sicherheit nicht finanzierbar, aber auch die Nicht-Kompensation, die jetzt das Prinzip darstellt, ist aus meiner Sicht nichts, worauf ich aufbauen kann, zu sagen, damit werde ich die Infrastruktur in dieser kurzen Zeit, die ich auch nur zur Verfügung habe, wirklich regeln können. Es gibt natürlich Vorhabensträger, die das versuchen, eben auch im Hinblick auf zügiges Verfahren, aber es ist eine rein freiwillige Geschichte und da sind wir auch wieder an dem Punkt, wie kann ich das eigentlich absichern oder wie ist es abgesichert, wenn der Planfeststellungsbeschluss dann mal da ist, aber möglicherweise die Kompensation nicht so wie verabredet gefolgt ist. So, jetzt die letzte These, Monitoring und Auflagenvorbehalte, das ist wieder ein bisschen ein rechtliches Argument. Mit der Bestandskraft der Planfeststellungsbeschlüsse, die sind wie so ein Monolith, die kann man zwar ändern, da kann man ein Verfahren machen, aber als Dritter ist es meistens relativ schwierig. Wenn sich Dinge nicht so realisiert haben,
wie man das gedacht hat oder Folgen eingetreten sind, die man nicht berücksichtigt hat, dann müssen die schon sehr, sehr gravierend sein, damit ich denn rechtlich gesehen die Möglichkeit habe, darauf hinzuwirken, dass das nochmal aufgemacht wird. Die Planfeststellungsbehörde kann da ein Stück weit Vorsorge tragen und das ist ganz oft auch ein ganz wichtiges Instrument in dieser Art von Versuch der Konsensbildung über das Wie eines Projektes, dass ich ganz viel über Monitoring mache. Ganz viele Vorbehalte sind auch Ängste. Das könnte ja auch so sein. Ihr sagt zwar, das ist jetzt so, wird es laufen, aber es könnte ja auch ganz anders laufen und kein Wissenschaftler kann das wirklich bestreiten, weil man bestimmte Dinge nicht genau vorhersagen kann. Insofern ist Monitoring und entsprechende Auflagenvorbehalte zu sagen, wenn sich aus dem Monitoring ergibt, dass die Annahmen sich so nicht realisiert haben, dann behalte ich mir als Behörde vor, den Planfeststellungsbeschluss an den und den Punkten zu ändern, andere betriebliche Regelungen, zusätzliche Auflagen zu machen. Das ist ein wichtiges Instrument, ist rechtlich jetzt schon möglich, um eben dieses, die Tür ist zu, wenn du vor Gericht verloren hast, bei deinem ersten Anlauf, um dieses Element ein Stück weit zurückzufahren. Und insofern denke ich, dass es in der Mischung zwischen Neudenken, was die Kompensation angeht, und gutem Ausnutzen dessen, was das Recht jetzt schon bietet, wir viele Möglichkeiten des Konfliktmanagements im Verfahren schon haben, aber dass die eben zum Teil noch nicht so genutzt werden oder dass da auch erst Erfahrungen gesammelt werden. Ich will aber, und das ist mein Schlusswort, auch ein bisschen eine Bresche brechen für die Planfeststellungsbehörden und alle Genehmigungsbehörden, dass unter dem Diktat des Personalabbaus, den die alle auch hatten in den letzten Jahren, es mitnichten so ist, dass da überall Leute sitzen, die diese ganzen Dinge, die wir hier diskutieren, nicht selbst wüssten und die nicht auch Erfahrung haben, wie man mit solchen Sachen umgeht. Es ist eher auch eine Frage, wie kann ich möglichst die Rahmenbedingungen so machen, dass die Art von Behördendenken sich auch gut durchsetzen kann und dass es natürlich auch flächendeckend der Fall ist. Und wir werden mit Sicherheit gleich jemand hören, der da sehr erfahren ist in der Art des Managements von Konflikten, auch in Verfahren, und zeigen, dass es eben sehr auf das Wie auch ankommt.